Das zweite Los fiel auf dem Stamm Simeon mit seinen Sippen. Er erhielt seinen Anteil mitten im Stammesgebiet von Juda. Ihm gehörten Beersheba, Sheba, Molada, Hasashual, Baala, Esem, Eltolat, Betul, Horma, Siklak, Bet-Machkabot, Hasasusa, Bet-Labot und Sharon. Es waren 13 Städte mit den dazugehörigen Dörfern. Dazu kamen Ajin, Rimon, Eton, Ashan. Zusammen 4 Städte mit ihren Dörfern. Zu diesen Städten gehörten alle Ortschaften in ihrem Umkreis bis nach Baalat Beer, dem Rama des Südens. Dies war das Gebiet des Stammes Simeon und seinen Sippen. Es wurde vom Land des Stammes Juda genommen, das für ihn allein zu groß war. Liegt das Gebiet von Simeon mitten im Juda. Das dritte Los fiel auf den Stamm Sebulon mit seinen Sippen. Seine Südgrenze verlief vom Bach bei Jokneam ostwärts über Dabescht, Marala und Sarit bis zum Gebiet von Kislot Tabor. Dann wandte sie sich als Ostgrenze nach Deberat und hinauf nach Jafia. Von dort führte sie weiter östlich über Gat Hefer, Ed Kassin und Rimon bis nach Nea. Die Nord- und Westgrenze verliefen durch Hanaton und endeten im Gebiet von Yiftach El. 12 Städte mit ihren Dörfern gehörten zu Sebulon, darunter Katat, Nahalal, Shimoron, Yidala und Bethlehem. Dieses Gebiet erhielt der Stamm Sebulon für seine Sippen. Das vierte Los fiel auf den Stamm Issachar und seinen Sippen. Sein Gebiet erstreckte sich von Jezreel nach Norden und umfasste folgende Städte: Kisulot, Shunem, Hafayarim, Shinon, Anaharit, Rabit, Kishon, Ebes, Remet, Inganim, Enhada und Patbises. Die Nordgrenze führte vom Berg Tabor über Shahayasim und Bet-Shemesh zum Jordan hinab. Insgesamt 16 Städte mit ihren Dörfern gehörten zum Stamm Issachar. Dieses ganze Gebiet bekam er für seine Sippen. Das fünfte Los fiel auf den Stamm Asser und seinen Sippen. Sein Gebiet umfasste die Städte Helkat, Hali, Beten, Achshaf, Alamelech, Amat und Mishal. Die Grenze verlief entlang dem Mittelmeer, um das Karmelgebirge bis hinab zum Fluss Libnat. Dort wandte sie sich ostwärts nach Beth Dagon, erreichte das Gebiet Sebulons und folgte dessen Westgrenze bis zum Tal Yiftach El im Norden. Sie zog sich weiter durch Beth Emek und Negiel und machte einen Bogen links nach Kabul und führte über Ebron, Rehob, Hamon und Kana bis zur großen Stadt Sidon. Dann wandte sich die Grenze nach Rama und erreichte die befestigte Stadt Tyros. Hier machte sie einen Bogen in Richtung Hossa und endete in der Umgebung von Achsib am Mittelmeer. Zu Assa gehörten 22 Städte mit ihren Dörfern, darunter Uma, Afek und Rehob. Diesen Teil des Landes erhielt Assa für seine Sippen. Das sechste Los entschied darüber, welches Gebiet der Stamm Naphtali und seine Sippen bekommen sollten. Die Südgrenze begann bei Lakum am Jordan und verlief westwärts über Jabneel, Adami, Nekeb, Elon Zanaim und Helef bis nach Asnot Tabor. Von dort aus führte sie als Westgrenze nach Hukok. Im Süden stieß das Gebiet von Naphtali an das Land Sebulons, im Westen an das Land Assos. Im Osten bildete der Jordan die Grenze zum Gebiet von Juda. Folgende befestigten Städten gehörten zu Naphtali: Sidim, Seir, Hamat, Rakat, Kinneret, Adama, Rama, Hazor, Kedesh Etrai, En-Hazor, Iron, Migdal-El, Horem, Betanat und Bet-Shemesh. 19 Städte mit ihren Dörfern. Dieses Gebiet bekam der Stamm Naphtali für seine Sippen. Das siebte Los fiel auf den Stamm Dan mit seinen Sippen. Zu seinem Gebiet gehörten die Städte Sora, Eshtaol, Irshemesh, Shaalbim, Ayalon, Yidla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Balat, Jehud, Beneberak, Gatrimon, Meyachkon und Rakon mit dem Gebiet gegenüber Jaffo. Später erweiterte der Stamm Dan sein Gebiet. Seine Männer griffen die Stadt Leshem an, eroberten sie und töteten die Einwohner mit dem Schwert. Dann ließen sie sich dort nieder und gaben Leshem den Namen ihres Stammvaters, Dan. Diese Städte und ihre Dörfer gehörten zu dem Gebiet, das der Stamm Dan mit seinen Sippen bekam. Als das ganze Land verteilt war, gaben die Israeliten auch Josua, dem Sohn von Nun, ein Stück Land in ihrer Mitte. Wie der Herr es befohlen hatte, wiesen sie ihm die Stadt Timnath-Serach im Gebirge Ephraim zu, um die Josua gebeten hatte. Er baute sie aus und siedelte sich mit seiner Sippe dort an. Der Priester Eleazar, Josua und die Stammesoberhäupter hatten den einzelnen Stämmen ihre Gebiete zugeteilt. Dazu
dazu hatten sich im Silo vor dem Eingang des heiligen Zeltes versammelt und in der Gegenwart des Herrn das Los geworfen. So war nun die Verteilung des Landes Kanaan abgeschlossen.